Wächter! Durchhalten! Wah! Okay. Na gut, hier. Madel extra für dich. Das war's. Sterben. Ah nein, da ist ja gerade die Treppe runtergegangen. Sonst wäre das ein Headshot geworden, Alter. Was hast du hier verloren? Hey. Bam. Hey, was? Hey, was? Du kannst ach. Nicht fliegen. Na, will ich ja gar nicht. Gern geschehen, Mario, gern geschehen. Bam. So, das war's. Sehr gut. Kann ich hier noch was? Kann ich selber noch den Tempel plündern? Nachdem ich jetzt die anderen davon abgehalten habe, darf ich mir selber hier irgendwas nehmen? Nee. Doch, da hinten liegen noch so ein paar Sachen. Dankeschön! Achso, das sind. Das ist der Loot von dem. Warum ist das hier blau? Stinken die? Guck mal, er hält sich auch die Nase zu. Oh. Hä, ich habe gerade Pfeile geschossen. Wieso ist meine Munition jetzt schon wieder voll? Das sah bei Kyra irgendwie souveräner aus. Was? Ich habe Headshots verpasst, Alter. Was war denn daran jetzt unsouverän? Ein weiser Mann sagte mir mal, Stealth ist optional. Richtig. Was ist denn da? Warum stinken die denn so? Ich will es gar nicht wissen, glaube ich. So. Natürlich hatte ich Erfolg. Der Tempel gehört jetzt dir. Diese Soldaten werden dich nicht mehr belästigen. Alle meine Patienten danken dir. Ah, ich habe fast vergessen, dir die Arznei vom Boot zu bringen. All der Aufregung hatte ich daran auch nicht mehr gedacht. Siva kann sehr froh sein, dich zu haben, Rabia. Versprich mir, dass du dich nicht von deiner Rache verzehren lässt, Bayek. Ich kann an nichts anderes denken. Aber dank Amun werde ich eines Tages frei sein. Leichengeruch. So schnell nach dem Tod stinken die schon? Ach, die Cheetah-Waffe und die vergiftet. Ah! Entschuldigung. Die vergiftet. Ja, Vergiftung bei Treffer. Tatsache. Und Vergiftung beim Blocken. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie man blockt, aber ich vergifte beim Blocken. Das ist total super. Das Decision-Gerät. Ich will wissen, was das da für ein Symbol ist. Ich gehe da jetzt hin. Ich kenne da jetzt nichts. Ich gucke mir das jetzt an. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich will es sehen. Faules Dreckspack! Macht euch mal nützlich! Hallo? Den Göttern sei Dank! Er fällt einfach um. Hallo? Du da, halt! Wie halt? Oh, Entschuldigung! Hier darf ich gar nicht sein. Ich gehe schon wieder. Nee, stirb du Sau! So haben die früher geredet im alten Ägypten. Ich will da doch nicht hin, glaube ich. Nee, nee, ich bin weg. Sind das so Sperrgebiete oder was? Huch. Komm aus dem Heu, Bayek. Raus aus dem Heu. Der Adler ist doch bestimmt ein Aussichtspunkt. Damit, das ist doch bestimmt da oben und da ist doch bestimmt ein Aussichtspunkt. Da möchte ich jetzt mal hin. Früher. Was das denn? Früher musste man die immer erst holen, bevor man irgendwas machen konnte. Aber da liegt Stroh rum. Auch wieder wahr. Da kann Bayek nicht anders. Was passiert denn hier die ganze Zeit? Oh. Moment, muss ich hier nicht eh hin? Shedja-Lager? War hier nicht eh eine Quest? Bikes versprechende Steinkreise? Bini bläh.
War das nicht hier? Doch, das war hier, wo wir gerade da sind. Könnte ja jemand eine Maske aufhaben. So, Senu. Da. Und da. Okay. Guten Tag, kommen Sie mal ran. Kommen Sie mal ran. Hey. Ich ja nicht rein. Achso. Hallo. Was? Wow. Nee, habe ich nicht geskillt. Ich wollte es nur immer skillen, hab's aber noch gar nicht. Benefis Werkzeuge. So, jetzt nur noch NL Hauptmanno. Na eben, ja. Ich hab's gesehen und hab gedacht, dann hab ich's. Wenn ich's einmal sehe, denke ich, dann ist es meins. Aber das stimmt natürlich nicht. Was ist das? Achso. Oh, okay. Ich sammle die Truppen. Hey. Na, komm her. Wollen wir noch mal sehen. Das ist nämlich gar nicht. Das ist alles. Ah, das ist nicht alles. Guck mal, da ist noch einer. Weißt du was, ich kann auch mit Pfeil und Bogen schießen. Hier, bam. Ins Kopf, ins Kopf. Oh. Rainbird ist ein friedlicher Mensch. Was, könnte man? Wenn man wollte? Ach so. Ich bin ein Pazifist. Warum rennen hier Feuer durch die Gegend? Hey, du kannst nicht fliehen. Klar. Hey. Tschüss. Warum sind die denn noch so viele? Was? Was? Ich werde dich finden. Weil er geschrien hat, er sammelt die Truppen. Ach so. Ach, dann macht er das auch. Ach so. Ich dachte, der sagt das nur. Verdammt. Nichts. Ich werde mich trotzdem vorsehen. Ja, ja. Sieh dich vor. Warum hat er gerade... Ach, der kriegt 60 Schaden von dem... Von dem Gift hier, ja? Au! Da fällt er einfach um. Was? Hey! Achso, ja, das kann ich mir vorstellen, dass da, dass das einige Missionen erschwert, wenn nicht sogar ganz unmöglich macht. Hier war doch, da ist noch so ein Brandding. Rennt der weg? Nee, da kommt er. Hey, hallo. Tschüss. Ich habe das Kamel befreit. Kann ich dann auch irgendwie jetzt dieses Sperrgebiet jetzt hier beenden durch irgendwas? Also kann ich hier wie in anderen Assassin's Creed Teilen hier irgendwas anzünden oder vernichten, dass hier keine mehr nachkommen und so? Da ist noch einer. Okay, ist aber weit weg. Na gut. Bewege. Ja, es sind gerade keine Ziele mehr da. Wenn es irgendwo so 80 Mann im kleinen Lager sind, hast du ein Problem. Ja, das glaube ich auch.
Da drin geht's anscheinend noch. Ist das nur der Hauptmann, der da ruft? Also muss ich den ausschalten, dann ist Ruhe, Kyra? Oder wie ist das? Oder ruft da jeder um Hilfe? Warum ruckelt das gerade so? In meinem Stream? Hat das bei euch gerade auch geruckelt? Das ist ja nicht so schön. So, hier, Kollege. Wie ist das gelaufen? Hier ist dein Werkzeug. Dieser Hauptmann taucht hier nicht mehr auf. Endlich kann ich meinen Laden wieder öffnen. Ich danke dir. Bitteschön. Gern geschehen. Diese Waffen hier hatte ich vor den Soldaten versteckt. Bitte, such dir doch eine aus. Bitte ein Bit. Well, thank you very much. Viel wert. Vielen Dank für 50 Bits, lieber Herzog. Yay! Also, ich bleib mich nochmal ein. Yay! Vielen Dank. Hier waren keine Ruckler. Okay. Ja, ich glaube, ich ahne, woran es liegt, weil... Hier auf meinem zweiten Monitor. Ja. Okay. Untersuchen. Nicht sehr groß. Kann das mal weggehen? Bewege R, um das erfasste Ziel zu wechseln? Danke. Nee, das ist immer noch da. Dankeschön, lieber Herzog, für 50 Bits. Nicht sehr groß, aber dieser Streitkolben zertrümmert wie kein zweiter Schädel. Ich hätte es gerne, wenn dieses Ding da mal weggehen würde. Was, brauche ich denn hier irgendwas von? Warte mal. Ein Bogen vielleicht, ne? Obwohl, da habe ich ja noch Quagga. 120 Schaden, 112 Schaden. Dann rüsten wir erstmal den aus. Den Twitch Prime Bogen. Boah, das steht das jetzt auf immer da, ja? Dieser Bogen hat eine besondere Sehne. Du kannst schneller schießen, aber die Pfeile dringen nicht so tief ein. Ich hab's kaputt gemacht. Wäre nichts Neues. Ja. Komm, wir nehmen den Speer. Ich hab keine Ahnung. Vielen Dank, mein Freund. Keine Ahnung, ob der gut ist. Ich bin schon Stufe 5. Warte mal. So, vergleichen. Kritische Trefferchance und kritische Trefferwirkung hat der. Der hat ganz viel mehr kritische Trefferwertung. Ich glaube, ich behalte halt erstmal das legendäre Ding da, oder? Obwohl die Klinge der Unsterblichen mehr Schaden macht. Ne, ich behalte erstmal den anderen da. Jetzt kommt hier plötzlich Musik. Vielleicht nachher mal versuchen, was anzuvisieren und den Tipp folgt. Ja, das könnte noch eine Möglichkeit sein. So, aber eigentlich wollte ich doch... Ist das denn ein Aussichts... Guck mal, das ist immer noch... Aber wahrscheinlich, weil die zwei roten Leute noch da sind. Okay, ich visiere gleich mal einen von denen an. Und dann probiere ich mal, die zwei roten Leute danach auszuschalten. Wer steht da oben? Huch. Moment, habe ich jetzt den Speer ausgerüstet? Nee, sieht aber so aus. Nicht unentdeckt bleiben. Was? Hallo? Ja, ich hatte ihn erfasst, aber es waren halt leider nicht mehr da zum Erfassen. Deshalb konnte ich das erfasste Ziel nicht wechseln. Oh. Ach so, das war der andere Bogen, den ich gar nicht so weit durchziehen kann. Das, was du für ein Speer hast, ist dein Bogen. Ach so, oh. Sehr gut. Es sah ein bisschen aus wie ein Speer, aber du hast recht, es ist mein Bogen. So, dann gucken wir mal, ob wir hier hochkommen. Natürlich. Wir haben nämlich Spikes in den Händen. Ich find's toll, wie und wo man hier überall klettern kann. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, jetzt kann er nicht mehr klettern. Aber da
Achso, da muss ich einmal rum. Ich sehe es schon, ich sehe schon, ich sehe schon. So, jetzt hier hoch. So. Oh! Sehr gut. Ein schlechter Bogen. Das ist super. Synchronisieren. Ha! Ha! Einfach springen, der Fuß wächst nach. Synchronisation beendet. Schnell rein. Senus Wahrnehmung erweitert. Waffeln wären gut. Oh ja, Waffeln. Ich möchte auch Waffeln. Ist da zufällig ein Heuhaufen da unten? Ja. Yippie! Flump. Ich glaube, der Tipp geht nie weg. Wer trötet denn hier immer so schief? Ist ja fast wie mein Trompeter hier. Ja, mit dem Tipp müssen wir leben oder ich müsste das Spiel mal neu starten. Das Eisheit sieht so geil aus. Was ist Eisheit? Ich habe noch Kuchen im Angebot. Oh, Kuchen wäre auch super. Kuchen nehme ich auch. Speichern und laden. Ja, das kann man... Ach, hier ist zu Hause. Ach, hier muss ich noch... Ich muss zu Hause noch einen Schatz plündern. Meinen eigenen Schatz. Mein Schnatz. Wo ist denn mein Schnatz? Hier drin. Wie komme ich... Ich kann die Tür zu meinem Zuhause nicht öffnen. Kann man immer... Mein Haus hat keine Tür. Mein Haus hat keine Tür. Das ist sehr schade. Die sind alle zu... Alle meine Türen in meinem Haus sind zugemauert. Das ist sehr schade. Autosave only. Das haben wir fast gedacht. Gnarf. Komm ich denn da rein? Kann ich hier den Keller aufschlagen? Nee. Gewalt, ach so. Aber ich wohne doch nur da, wo die Türen offen sind. Muss ich ja erst jetzt die Tür einschlagen? Tatsache, okay. Rohe Gewalt, na gut. Da bin ich ja kein Freund von. Also, das ist das Fenster nur. So, plündere ich meinen eigenen Schatz zu Hause. Gemauert mit drei Brettern. Mauerst du nicht mit Brettern, Beleier? Ich mauere immer mit Brettern. Was ist das? Ein Popel. Papo, du hast es. Kriege ich es zurück? Weißt du, das ist ein Stück Ingwer oder was? Chemus Spielzeug. Das ist ja ein wunderschönes Spielzeug. Ein wunderschönes Spielzeug. Guten Tag. Hat gerade gespeichert. Okay, warte. Dann. Warte mal, wie komme ich hier mal raus? Dicht vorbei ist auch daneben. Menü. Mach mal zurück zum Titelbild. Ja. Und wehe, der hat jetzt gerade nicht gespeichert. Wehe. Ja, muss ja nicht das ganze Titelbild sein. Hätte ja auch der Hauptmenü sein können. Spielen. Eine Stunde, das kommt ungefähr hin. Ich weiß es nicht. Entschuldigung, wo bin ich denn hier? Wo bin ich denn hier? Ah, jetzt bin ich wieder... Ah, okay. Ich bin wieder zu Hause. Habe ich schon eine Tür aufgemacht? Muss ich den Schatz jetzt nochmal plündern? Nee, okay. Hat wirklich gespeichert. Nur, ich stand an einer random Stelle scheinbar. Und der Tipp ist weg. Yay! Das wäre auch böse. Wäre auch böse, wenn der immer noch da wäre. Rainbird, wie er leibt und lebt. Hast du gesehen, Myrib? Ich hab meinen LP, habe ich mir abgeworfen. Hattest du Angst? Ach so, ihr redet auch immer dasselbe, Kinder. Kann das sein?
Die Spawnpunkte sind echt kacke. Okay. Ich weiß auch nicht, was die Spieleentwickler reitet, dass sie kein manuelles Speichern zulassen. Da hatte ich gerade einen Ruckler. Kann ich nicht verstehen. Mein LP habe ich abgeworfen von meinem Twitch-Namen. Die verwirren mich auch jedes Mal. Das ist gut. Ist gut, dass ich ja nicht allein mit bin. Ein solider Brustschutz. Das wird helfen. Ja, bestimmt. So. So, erstmal in die Löcher. Hände in die Löcher und dann nach oben. Synchronisieren. Ist uralt, die Info. Ja, die ist von gestern. Die ist uralt. Synchronisation beendet. Drücke L und X, um einen Todessprung auszuführen. Hoffentlich überlebe ich den Todessprung. Stimmt, die News von gestern sind ja schon uralt. Hast du recht. So. Da. Auf YouTube. Ja, hier auf Twitch natürlich. Ich rede doch hier von Twitch. Auf YouTube ist das schon lange weg. Aber auf Twitch konnte ich es erst gestern machen. Raymond, gib mal ein paar Zigaretten ab. Ja, komm her. Hallo, bist du ein Freund? Nee. Waffe? Wie Waffe? Was Waffe? Sitz auf dem Trockner. Komm vorbei, ich habe noch eine halbe Stange. Waffe ist doch gut, oder nicht? Ich habe irgendeine neue bekommen, ne? Aber ich möchte eigentlich trotzdem Adamant binsen. Guck mal, zweimal bluten. Aber ich würde gerne den Reißzahn schon behalten. Nimm meine Keira, dann rauche ich weniger. So, ist das hier ein Sperrgebiet? Ja, ja, natürlich, ist der Tempel. Warte, nur eine halbe Stange. Ja, den Rest habe ich schon geraucht, Entschuldigung. Wenn ich heute noch eine halbe Stange habe, heißt das, dass ich morgen wieder eine neue Stange kaufen muss. Hört mal auf, so weit weg zu wohnen. Du wohnst weit weg, nicht ich. Ich wohne ganz in der Nähe. Warum ist da ein grüner Pfeil? Weil ich das schon hab, oder was? Wo hast du gerade diesen Heuballen hergezaubert? Den hattest du gerade nicht in der Hand und plötzlich... Das ist doch ein Huhn. So, was haben wir denn hier für ein schönes Frag-E-Zeichen? Neuer Ort entdeckt. Lager am Korallenriff. Nee, ich gehe woanders hin. Der hat gerade Happy Birthday gesungen. Wie ist im Alten das ein altes ägyptisches Volkslied? Happy Birthday to you. Ich weiß nicht mal, wo du wohnst. Wer jetzt? Keira oder ich? Wahrscheinlich Keira. Die Amanai-Höhle. Aya und ich kamen als Kinder oft hierher. Die Banditen sind da drin. Oh, ich bin zufällig zu einer Quest gelaufen. Das ist sehr schön. Ich wollte eigentlich zu dem Fragezeichen da laufen. Ich weiß sowohl, wo ich wohne, als auch, wo Keira wohnt. Das finde ich sehr gut. Vor allen Dingen Ersteres. Beide. Berlin, noch 3 bis 4 Monate lang. Oh, Berlin. Das war so eine schöne Zeit, als ich noch in Berlin lebte. Warte mal, Quests. Hier, Wasserratten, das ist das, ne? Ja, genau. Ich will nur irgendwie heil da runterkommen. Oh, doch, hier, das überlebt er, oder? Komm, Bayek. Hallo? ...546, willst du mich verarschen? Nice.
Guter Schuss, Dankeschön. Mir hätte sie zugetraut, dass ich nicht weiß, wo ich wohne. Ja. Ich wohne immer da, wo die Tür offen ist. Willkommen zurück, Brandflo. Huch. Nein. Ihm nahe, ich bin noch hier. Lass mal los. Komm, lass los. Komm, geh runter, du musst kämpfen. Wenn ihr diesen Bauern noch mal seht, bringt ihn zu mir. Ich will ihn befragen. Jetzt steht das schon wieder da und wenn das gleich wieder nicht weggeht, dann raste ich aus. Sag mir Bescheid, wenn die Soldaten kommen, dann rechne ich mit ihnen an. Hier schlage ich sie tot! Okay, es geht wieder weg. Das ist sehr gut. Huch, da ist ja noch einer. Ist da noch einer? Da ist ja noch einer. Hallo. Ich habe dich gar nicht gesehen. Oh ja, töte mich mal. Geh nackt, stört keinen. Je nachdem, wo du hingehst, stört das vielleicht echt keinen, aber je nachdem, wo du hingehst, eben doch. Hä? Komm aus dem Heu! Alter. Hä, ich hab doch nur so wenig Pfeile. Nackt und Mantel drüber.